Aufgekreuzt. Ah, Freunde von dir? Nein, keine Freunde und auch keine Rennfahrer, Jamin. Wir sind die Born Fast Renngesellschaft. Ja, Schnöselgesellschaft. Hey, Amigo, du bist hier in meinem Land. Wir klären sowas auf der Straße und sonst nirgendwo. Ein Rennen klingt gut. Legen wir los. Dann ab zu den Autos und Born Fast. Verliert niemals, mi amigo. Vamos! Okay, bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Ich habe nichts gemacht. Wer ist das? Das ist Tristan. Ich fange mal ganz von vorne an. Vor ein paar Jahren war ich bei diesem nächtlichen Treffen in London. Dachte, es wäre vielleicht cool. Aber dann waren da nur ein Haufen verwöhnter Bonzenkinder. Und er hat gegen dich verloren? Ja, schon, aber nur ein einziges Rennen. Wir beide gewinnen und verlieren dauernd, ohne uns deswegen so aufzuführen. Warum waren die noch nie bei Horizon? Wenn du mich fragst, ist Horizon ohne die Typen besser dran? Schon gut, Jay. Mal sehen, ob sie fahren können. Kurve voraus! Bin auf seinen Wendekreis gespannt. Du hast was drauf, Pablo. Du brauchst nur einen echten Straßenwagen. Mein Vater bezahlt das. Ich baue einen krassen Hot Rod zusammen, wenn's sein muss. Nicht nötig. Komm zur Straßenszene, da finden wir was für dich. Was ist mit dir, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Ab zu den Autos und Born Fast! Verliert niemals, mi amigo. Vamos! Okay, bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Ich habe nichts gemacht. Wer ist das? Das ist Tristan. Ich fange mal ganz von vorne an. Vor ein paar Jahren war ich bei diesem nächtlichen Treffen in London. Dachte, es wäre vielleicht cool. Aber dann waren da nur ein Haufen verwöhnter Bonzenkinder. Und er hat gegen dich verloren? Ja, schon, aber nur ein einziges Rennen. Wir beide gewinnen und verlieren dauernd, ohne uns deswegen so aufzuführen. Warum waren die noch nie bei Horizon? Wenn du mich fragst, ist Horizon ohne die Typen besser dran? Schon gut, Jay. Mal sehen, ob sie fahren können. Kurve voraus! Bin auf seinen Wendekreis gespannt.
Du hast was drauf, Pablo. Du brauchst nur einen echten Straßenwagen. Mein Vater bezahlt das. Ich baue einen krassen Hot Rod zusammen, wenn's sein muss. Nicht nötig. Komm zur Straßenszene, da finden wir was für dich. Was ist mit dir, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Vamos! Okay, bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Ich habe nichts gemacht. Wer ist das? Das ist Tristan. Ich fange mal ganz von vorne an. Vor ein paar Jahren war ich bei diesem nächtlichen Treffen in London. Dachte, es wäre vielleicht cool. Aber dann waren da nur ein Haufen verwöhnter Bonzenkinder. Und er hat gegen dich verloren? Ja, schon, aber nur ein einziges Rennen. Wir beide gewinnen und verlieren dauernd, ohne uns deswegen so aufzuführen. Warum waren die noch nie bei Horizon? Wenn du mich fragst, ist Horizon ohne die Typen besser dran. Schon gut, Jay. Mal sehen, ob sie fahren können. Kurve voraus! Bin auf seinen Wendekreis gespannt. Du hast was drauf, Pablo. Du brauchst nur einen echten Straßenwagen. Mein Vater bezahlt das. Ich baue einen krassen Hot Rod zusammen, wenn's sein muss. Nicht nötig. Komm zur Straßenszene, da finden wir was für dich. Was ist mit dir, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Die Schnösel-Crew hat noch nicht genug. Tristan organisiert im Stadion einen weiteren Showdown. Du kannst jetzt hinfahren. Oder, und das ist schräg, aber dein Gegner hat mich angerufen. Hat gesagt, er will mit dir reden. Deine Entscheidung. Für mich klingt's nach einer Falle. Das Auto steht für dich bereit. Und ein bisschen Publikum versammelt sich auch schon.